Da sind wir wieder. Das Qualifying steht heute an und ja, nach dem Training schauen wir mal, was genauso erfolgreich stellen können. Willkommen zum Qualifying zum Großen Preis von Großbritannien, wo alle darauf warten, grünes Licht zu bekommen. Die Vorbereitung der Teams auf das heutige Qualifying laufen derzeit garantiert auf Hochtouren. In den vorherigen Trainingssessions gab es einige beeindruckende Zeiten. Stefan Römer, glaubst du, dass wir auch heute solch ein hohes Niveau erleben werden? Das will ich doch hoffen. Die Konkurrenz hier ist äußerst stark. Und ich denke, wir werden heute extrem kurze Abstände erleben. Beim Training geht es nicht nur um die schnellsten Rundenzeiten. Es geht ums Optimieren und um das Überprüfen von Entscheidungen. Kleine Fehler sind ja keine große Sache. Im Qualifying ändert sich das. Dort muss man die perfekte Runde fahren, sonst spürt man die Konsequenzen. Glaub mir, das erhöht den Druck gewaltig. So ist das. So. Dann raus. Auf die Strecke. Vielleicht können wir hier wieder den Windschatten nutzen ein bisschen. Das war natürlich nicht ideal. Irgendwas getan an dem Auto. Ja. Letzte Kurve. Sechser. Jetzt sind wir schon auf 8. Ja. Haben wir eine neue Runde setzen auf jeden Fall.
diesen Crash haben wir genau die Zeit verloren, die wir brauchen, um ganz nach vorne zu hüpfen. Neunter momentan. Jetzt sogar auf 10. Vierter. Ja. Gefällt mir nicht. In the speed trap, 317.5 kilometers per hour. Na gut, dass wir nochmal einen zweiten Versuch setzen müssen. Find yourself getting understeer, then you're not getting enough grip from the front tires. It could mean that the car isn't being allowed to lean on the tire, possibly caused by a front suspension that's too stiff, or maybe the front wing isn't producing enough downforce. Ja, ja. 317.5 kilometers per hour. Müssen wir mal nur eine Runde setzen, wenn jetzt vorhin die Strecke frei ist. Jetzt mache ich es mir wieder kaputt am Ende. Von Platz 6 wird es halt schwierig, das Ding zu gewinnen. Letzten 5 Minuten. So, erster Sektor. Jawohl, passt. Aber auch nur erstmal erster Sektor.
3 Minuten 50 noch. Zweiter Sektor passt. So, jetzt das letzte Geschlänge hier. ...29,4 vorne. Yes. We're 17th in the speed trap. 321.2 kilometers per hour. Das ist knapp da vorne. Letzter Sektor. Our best lap so far is a 129.4. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch Zweiter. Einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Richter und Max Verstappen. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ah, shit. Hat schön dazwischen gefunkt. Naja. Noch ist Zeit, das Ding zu drehen. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Naja, schauen wir mal. Bis dahin.